willkommen zum DWDL-Trip nach Nordirland. Pünktlich zum Start der sechsten Staffel von Game of Thrones werde ich nach Belfast reisen und dich mitnehmen, damit wir zusammen auf den Anfängen der Serie und den Spuren der Starks wandern können. Dafür werden wir eine Tour machen, die von jemandem geführt wird, der schon seit seiner Kindheit in Belfast lebt. Dieser jemand heißt Killian, ist seit neuestem Statist in der Serie und hat Haustiere, die der ein oder andere Fan kennen dürfte. Nachdem Killian uns in der Innenstadt abgeholt hat, ging es auch direkt los. Erste Sehenswürdigkeit, The Paint Hall Studio, auch Titanic Studios genannt, das als eines der größten Filmstudios Europas gilt. Eintritt gibt es für uns Normalos leider nicht, da muss man schon die Queen sein, um das Set inklusive des Eisernen Throns besuchen zu dürfen. Deswegen ging es auch fix weiter und zwar nach Winterfell. In echt heißt der Drehort Castle Ward, ist ca. 330 Fußballfelder groß und wirkt nicht ganz so imposant wie in der Serie, CGI sei Dank. Danach sind wir ein kleines Stück gewandert, und zwar nach Audley's Castle, einem Burgturm, wie es ihn in Irland zu Tausenden gibt. Hier hat Robb Stark sein Camp an den Riverlands aufgeschlagen, als er gerade auf dem Weg nach King's Landing war. Auch Walder Freys sogenannte Zwillinge wurden hier aufgenommen. Eine Kleinigkeit, mit der ihr klugscheißen könnt, achtet mal auf den großen Baum im Hintergrund. Im ersten Screenshot ist er auf der linken Seite, im zweiten plötzlich auf der rechten. Klassischer Copy-and-Paste-Unfall. Gerade mal ein paar Schritte hiervon entfernt wurde eine der wohl coolsten Szenen von Bran of Tarth gedreht. Fällt euch aber etwas auf? Schon wieder der große Baum im Hintergrund, der wohl heimliche Star der Serie. Das eigentlich Wichtige passiert aber genau hier, denn an dieser Stelle finden Brienne und Jaime zuerst drei gehängte Frauen, gefolgt von drei Stark-Männern, die sie dann beseitigt. Der eine ist wohl deswegen gestorben, weil er wie Sean Bean aussieht. Weiter ging es zu einem kleinen Zwischenstopp mitten im Nirgendwo, um ein paar bekannte Vierbeiner zu besuchen. Das hier sind Thor und Odin, in der Serie heißen sie Greywind und Summer, auf Deutsch Grauwind und Sommer, Robb und Bran Starks Schattenwölfe. 2009, also zu den Dreharbeiten der Pilotfolge, wurde Killians Familie gefragt, ob sie nicht Lust hätten, ihren Northern Inuit in einer Fernsehserie zu sehen. Das HBO-Konzept, es geht um Schwerter und Schilder, hat ihnen für eine Zusage ausgereicht. Etwas später ist auch sein Dad nachgezogen, wurde ein Statisten-Dothraki und hat in 6 Folgen der ersten Staffel mitgewirkt. Killian und sein Bruder waren damals noch zu jung, doch werden in der 6. Staffel zu sehen sein. Dann ging die Tour, leider ohne Hunde, weiter. Wir haben kurz die Stelle besucht, wo es in Staffel 3 zu einer emotionalen Beerdigung kommt und sind dann nach Inch Abbey gefahren, dem Ort, an dem Robb Stark Ende der 1. Staffel zum König des Nordens ausgerufen wird und haben uns, naja, nennen wir es stilecht, dazu gekleidet. Um noch etwas Waldluft zu schnuppern, ging es am Ende zum Tollymore Forest Park, wo wir vor allem eines gemacht haben. Wandern, wandern und noch mehr wandern. Aber ich muss sagen, dass ich verstehe, warum man diese Location für die meisten Waldsequenzen ausgewählt hat. Denn Atmosphäre hat das Ganze auf jeden Fall. Der wohl gänsehauterregendste Platz war dieser hier. Erinnert ihr euch daran? In den ersten Minuten von Game of Thrones findet Will, ein Speer der Nachtwache, hier die Leichenteile von Wildlingen. Ein ziemlich heftiger Weg, um eine Serie einzuführen. Das hat aber wohl kaum jemanden abgeschreckt, ist Game of Thrones mittlerweile die erfolgreichste Serie aller Zeiten.